Herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. Ja, und heute ist der Rudi dabei. Da hilft ein bisschen aus, machen wir ein kleines Koop-Gameplay, weil da haben wir dieses Grabmal gefunden. Dornenbusch-Friedhof, wie ich am Farmen war für die Miasma-Säcke wegen einem Gleiter. Ja, und da haben wir gedacht, ich nehme den Rudi mit. Da können wir gemeinsam hineinhupfen. Ich hab schon kurz... Servus, grüß euch. Sehr richtig. Der Rudel ist da, das ist der Krieger. Oder? Spielst du ein Krieger mit dem, oder? Ja. Das habe ich schon voll gelesen, das habe ich in einer Zwischending gemacht. So, ich wollte da jetzt noch kurz Miasma-Säcke farmen. Das ist von diesen blauen Blumen und plötzlich bin ich da. Ich bin so da beim Düsterdickicht. Warte, da habe ich gekupft, weil da ist genug Miasma. Und plötzlich ist da sowas und was zum Lesen. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen werde ich das einbinden und euch natürlich jetzt vor. Eieiei, erst. Hebst es. So. Keine Ruhe hat man. So, aber jetzt da. Bestien unter der Erde. Ich schleppte gerade etwas Baumaterial, als ich ein Rumpeln unter meinen Füßen spürte. Erschrocken stolperte ich über meine schwere Last und stürzte zu Boden. Ich muss mit dem Kopf auf dem Stein aufgeschlagen sein. Als ich erwachte, spürte ich ein Kribbeln an meinen Handflächen. Ein Krabbeln. Ein Stechen. Irgendein Vieh hatte seine nadelartigen Zähne in meine Hand gestoßen. Ich schüttelte es ab, aufgewühlt durch den Schreck. Ich wollte es zerstampfen, aber das Tier hatte sich unter der Erde verkrochen. Baut ohne mich weiter, während ich die Wunde versorge. So. Kennst du das leicht schon, oder? Nein, das ist mir neu. Da kann man ein bisschen aufladen, Miasma-Zeit, und da müsste man sich auch eigentlich einen Trank reinhauen können. Benutzen. Ja, geht. Wenn man ganz dran steht, kann man sich einen Miasma-Trank reinhauen. 9 Minuten. Hm? Passt? Jetzt schon, ich hab keinen mit. Achso, warte ein bisschen, na, dann geh wieder an. Schenken, alles, bitte sehr. Vielen Dank. Ah, los geht's. Da kommt gleich ein großer. Achtung, Norda. Jawohl. Haben wir auch eine Tür? Und da geht's auf. Im Prinzip ist wurscht. Gehen wir halt irgendwo einmal. Du gehst vor. Achtung, da ist ein Spassel dahinter. Kann zwischendurch wird wahrscheinlich, genau, das ist noch zu. Da oben ist das Light, das ist noch dunkel. Gut, dann müssen wir jetzt erst drauf. Wie gesagt, ich war alleine schon kurz drinnen und habe da einen Bug gehabt bei der Tür. Das war leider ein bisschen blöd. Das war gescheit, ja. Box auf. Ich muss, glaube ich, benutzen. Ja. Jetzt kommt man dann unten nämlich eine. Mhm. Bei der anderen Tür, aber wurscht, hupfen wir halt runter.
Haben wir noch eine Bandage alleine, so. Genau, das ist die Tür, die verpackt war. Wenn man sie da drauf stellt, schaut, ich habe dann geschossen. Steht eins. Ja, schau. Ja, dann ist die Tür zu. Ja, verpackt. Das heißt, ja. Ja, so einige kannst, aber alleine ist dann natürlich ein bisschen blöd, ne? Passt. Oh, da ist sogar eine Truhe. Wieder Dietrich, was du machst, fast für alles an Dietrich da rein. Toll. Da kommen welche. Okay. Oh, Alter. Wie viel sind denn das? Alles gut. Da ist auch noch was besser für dich. Ja, komm gleich. Dann nur kurz ja, müssen wir das Nest finden. Kommen die immer wieder. Wo sind wir gekommen? Da jetzt da langsam. Da rechts schon, rein. Wie gesagt, die heben nichts auf. Da ist aber nichts, glaube ich. Da ist nichts da. Aus. Achtung! Schreit was zusammen, ne? Ist ja nicht immer gut, wenn man eine Miasma-Seele bekommt. Scheiße, da. Der Idiot haut auf. Der Gegner hat gehaut auf die Explosionsfasseln. Und hat mich in den Tod gerissen. Schön, ne? Alter, Rudel. Ja, das war gerade. Ich bin da, ja. Ja, das sollte man immer gleich. Ja. Eliminieren. Aber ich war auch knapp davor. Singsen. Na bitteschön. Der Buffalo. Gehen wir uns ein Heiltrank, aber ist ja wurscht. Ach, schau ich noch schnell, ob ich das wechseln kann. Oh ja. Vier Minuten haben wir noch. Na, ist schon mal gut, dass man die Tür jetzt. Wie gesagt, alleine kannst kacken gehen, ne? Wenn du da nicht einladen kannst zu dir ins Spiel, kommst du da nicht weiter, ne? Ja. Ist dann etwas blöd, ne? Der hat sich aber gar nicht ausgesehen, ha? Ja, er wollte dort Versteckung spielen. Ah, das ist wieder der Große. Das ist natürlich der genau Große, hinter oder? Der Pflanzen, so dass man ihn nicht erwischt, sondern die Pflanzen. Ja. Ha, ha, ha. Die sind mühsam. Ja, die sind recht schnell. Ja, schnell und hauen ordentlich hin. Also wenn du da nur stehst und blockst, das da blockst nicht, weil irgendwann hast du keine Ausdauer mehr. Ne? Warte, da ist wieder Fastler, Pulverfastler. Ich will mir die ganzen Bücher mitnehmen. Sollen wir sie aufladen kurz, oder? Nix. Ja, gehen wir uns vielleicht aufladen. Orgel, was das für ein Radius hat, ne? Die Pulverfaseln.
Also falsch. Na, voll. Denk mal, ja. Bin ich deppert, bin jetzt wieder falsch gegangen? Da rechts, links jetzt. Wo bist du? Ah, ich bin falsch gegangen, andere Richtung. Da komm raus. Was? Bevor ich es vergiss. Bücher sind wichtig. So. Genau, da geht's raus, ja, richtig. Zum Glück ist es da. Genau. Was? Jetzt? 7 Minuten, jawohl. 9 müssen wir haben. Ne, ich hab 7 jetzt. Ja, weil ich gestorben bin, ne? Au. Da ist ja Buffood und alles weg, was du gehabt hast, ne? Leider. Er war blöd, ja, das ist. Genau. Da waren doch die Uhrgeräusche da erinnern sich her. Uhrwerk, gell? Ja, das ist kein einziger da. Aber das Ambiente urgenial, ne? Jetzt aufmachen. Genau. Alter, wie groß da ist das? Zum da hin. Wo haben wir Zeit? Ah ja, genau. Ja, dann später. Ja, kriegt man 2-3 Minuten zurück, da müssen wir dann schauen, wer wie viel hat. Hm, schön. Da geht's auch rein. Also bist du mal rausgegangen, okay? Da ist nicht viel. Ah, da ist ein Pulverfasel. Da geht's rauf für dann. Bei dir geht's rauf? Ist jetzt auch. Ja. Und die Frage ist, was ist da draußen? Ist da nichts oder wie? Nein, da habe ich nichts, da habe ich schon alles. Es war nur Miasma und die Tür? Achso, okay, das ist das nur. Sehr gut, helles Irrlicht. Kupferpfeile. Achso, okay. Ui, das lasse ich lieber. Warte, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung! Alles gut, alles gut. Nein, nicht, dass ich die Wecker schieße, ne? Ich hab schon gesehen. Das war das der Klassiker gewesen, ne? Danke für die Einladung. Ja, genau. So, das ist kein Schiebe dir, ist das kein Tier, ne? Oder? Ja. Nix. Schiebe dir ist gut. Oh ja, ist das nix? Na, schaut so aus, aber es ist keine. Gut, weiter geht's wo? Da hinten? Da drüben? Wart, ja. Das ist ein Fass, gell? Aufpassen. Jo. Ja, mal trotzdem, wo bist du denn hin? Ja, schauen wir uns mal an, was da ist, ja. Da. Ja, 2 Türen sind da. 2 Türen, okay, und da geht es nur wieder runter. Da braucht man Dietrich und da braucht man nichts. Dann machen wir die zuerst. Ja. Dietrich habe ich mit. Ja. So kleine Sachen mit wie Holz und so, und das nehme ich mit, gell? Ja. Sonst greife ich eh nichts an. Passt schon. Da sind 2 Türen mit einer Leiche. Ah, der ist gestorben. Doch, was ist denn der jetzt gestorben? Ah.
da oh, weiter. Oh, verwitterter Steinblock. Eine Werkbank. Okay. Neues Baumaterial. Juhu. Warte mal, da geht's weiter, glaube ich. Das ist ja nichts. 2 Minuten, vielleicht sollten wir wieder aufladen, ne? Ja. Und das ist wahrscheinlich die andere Tür, für die wir jetzt den Dietrich verwenden hätten müssen, ne? Ja. Ja. Gehen wir runter, ne? Weiß nicht, ob wir da oben kehren, ne? Ja. Da glaube ich, ne? Aber da kann man. Oben, da ist ein Later, sind wir da gekommen? Da sind wir gekommen, ne? Ja, da bin ich gekommen. Gehen wir da rüber oder hupfen wir dort eine auf der anderen Seite? Oder wir gehen zurück aufladen. Das sollte man fast machen, 1,5 Minuten, ne? Ja. Boah, die draußen, oder? Die lassen wir noch. Ja, lassen wir die lieber. Da muss ich aber draußen beide aufladen. Das ist gescheiter. Dornenbusch-Friedhof. Ja, ja, gerade aus. Genau. Ja, gerade aus. Alter, bei mir waren es 45 Sekunden. 7 Minuten. Ich habe jetzt den zweiten Miasma-Ding eine Wurst. Mhm. Benutzen so. Geil, Alter. Verwitterter Steinblock. Was? Hast du eine? Ja. Nein, wir bleiben eh oben. Genau. Da, oder? Bin ich schon ganz deppert jetzt. Na. Hä? Nein. Wir haben. Was haben wir da jetzt gemacht? Da haben wir irgendwie komplett falsch. Da müssen wir wieder auf. Nein, nein, da müssen wir auf. Orientierung ist teilweise eine Katastrophe, wenn es das düster, dunkel, 25 Mal um die Ecken. Ah, das passt schon. Ah, ja, das passt. Ja, wir müssen in die Richtung. Da, ein Sieg. Passt der? Da, komm. Ah, nein, da nicht. Na, da waren wir schon. Ist da nicht oben? Da ist doch oben gegangen, irgendwo in der Nick. Da ist. Genau, da ist das Miasma-Ding. Auf die Frage, hupfen wir da jetzt runter, ne? Ja, da sind wir wieder da, wo wir herkommen, ne? Ja, aber das sind die zwei Türen. Mehr ist da nicht. Weil das ist die Tür dann am Anfang. Ganz am Anfang die Tür. Dann haben wir da herin und alles. Ah, da. Genau. Da geht's weiter. Oh, Alter. Schön. Ein Endboss, oder was? Ja. Geh weg, geh weg. Alter, was macht mein Charakter? Ich dachte, das Haus macht mir nicht. Jawohl, Headshot. Was hat der jetzt da? Eine Hexe, ja, gleich. Zwillingsseelenkeule. Noch eine?
Ja, komm her. Aus der Truhe, schau. Ja, Sarkophag, geil. Eine Chanturia. Oh, ja, schon eine. Dann lass es noch offen. Mhm. Okay. Ja, genau. Ganz da kurz. Müsste jetzt der Kitter sein, wenn die ihre. Wenn ich Entschuldigung. Was zum Lesen. So. Der Boss hat ein paar geile Sachen drin gehabt. Der war ein bisschen heftig. Ja. Aber ist eh gut. Ich bin ja voll auf Bogen geskillt. Mhm. Und jetzt da gehe ich. Da war noch drin, Notiz. Ja. Was zum Lesen, oder wie? Stofffetzen und zwei Pfeile oder was auch immer. So, da sind wir wieder. Ja, das passt, da ist was, ja. 120 Minuten, Pipi Feinst. Wunderschön. Da war und drin ein Kriegerstiefeln, waren drin. Dann war drin Zwillingsseelenkeule, oder? Das werden wir, die werden wir dann gleich reinschmeißen für den Nahkampf, weil ich skill jetzt da Richtung den Sprungangriff, was du hast. Auf den skill okay. Ich jetzt da, weil ich bin jetzt rein nur auf Fernkampf. Na, wenn jemand in den Nahkampf kommt, mache ich auch so gut wie keinen Schaden. Ne? Das heißt, ich muss für Leute, die schnell sind und in den Nahkampf kommen, ich muss Nahkampfschaden auch machen. Ne? Das ist Stufe 15 Gold, Alter. Da bin ich schon gespannt. Auch schon dort sehr schwer gestört. Gebet der Flamme, Schriftrolle, einmal. Aha. Richtet ein kleines Gebet an die Flamme, die den magischen Schaden und die maximale Dauer im Miasma kurzzeitig erhöht. Ach so, sowas ist das. Na bitte. Und der Bogen ist was? Stufe 15, 24 Kraft. Oh, der wird dann gut. Perfekt. Na, perfekt. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und gemeinsam und dann hast du auch gleich weißt, wo du den nächsten Block kriegst, ne? Beziehungsweise dann halt auch einladen, ne? Dass ich mit, dass einer mitgeht. Ja, das, wenn es nicht geht. Wenn die Tür, vielleicht hast du einen Klick und die Tür ist bei dir nicht verpackt, aber wenn ja, dann. Ja, wenn ich doch, was ich habe alles Mögliche probiert, Granaten hingehauen, also da diese Schwarzpulverkugeln und was weiß ich, was alles. Hat alles nichts gebraucht, ne? Das kannst du scheißen gehen. Das Einzige, was wäre eventuell, wäre irgendein Gegenstand dort hinstellen, aber. Ja, das geht halt nicht, ne? Das geht ja nicht, ne? Oder was fallen lassen. Da geht ja nicht löschen. Ja, du müsstest was bauen zu Hause, ein Fassel oder Kisten oder irgendwas ja. In die Richtung. Und leider kann man das, leider kann man nichts platzieren da, ne? Oder draufstellen oder Gegenstände aus dem Inventar, dass man sagt, ich stelle es ab. Ja, ja sag ich, auf Kiste oder so irgendwas, ne? Ja, mehrere. Das war geil, wenn das gegangen hat, aber ja. Müssten wir probieren, warten wir nicht. Kann ich mich da raufporten oder? Da geht's nicht, müssen wir raus. Müssen da wir zu. Nee. Nein, geht nicht von da. Weil du mitten im Miasma bist. Ja, weil ich drinnen bin, okay. Immer denkt es Licht geht. Dann. Du kennst den Weg. Jawohl. Müssen wir leicht zur Querfeld eingehen. Da sind jetzt auch noch ein paar. Kann man noch ein bisschen EP mitnehmen. Headshot. Und Headshot. Sag ich, also auf die Ferne. Ist schon richtig geil jetzt, ja. Nur Nahkampf ist halt ÖH, ne? Links müssen wir. Und auch als, genau. Das, die Zweigerln sind pipefein, weil dann kriegst du keine Pflanzenfasern, sondern wirklich nur Äste. Shit. Wir haben mich verdruckt. Brauchst du nicht? Ja, kannst nehmen, wenn du willst. Nimm dann Miasma-Sack für den Gleiter machen.
Und da, das kannst du ja gleich merken für dich, da hast du einige. In diesem Feld, diese, wenn du jetzt M druckst, genau dieses ganze Miasma-Gebiet, was so wie ein richtiges. Okay. Da hast du urviel schon, ja? Ja, genau, ja. Da auch schon, ja. Da ist schon der nächste. Okay. One Hit, jawohl. Thanks. Als Dankeschön. Ja, sehr richtig. Da müsste da gleich noch eine sein. Und da oben werden wir jetzt rausgehen auch. Der eine, ja. Ach, ja. So, und da geht's raus. Normalerweise okay. Ist da noch eine. Ja, also da sieht man es eh schon. Dann und dann auf der linken Seite. Gut. Gute Miasma-Sack-Farm eigentlich da, das Gebiet. Ist unten diese ganze, das ganze Tal, das ist recht leiwand zum Gehen eigentlich und. Du kannst jederzeit da wieder raus, lotst dir wieder auf und wieder eine und weiter geht's. Ah, also. Der Turm ist das, den kenn ja. Ich schon. Oder du tust da an was hersetzen, einfach nur fürs Farmen, lockst dich aus, lockst dich wieder ein, dann sind alle wieder da und ja. Du gehst wieder da runter. Ne? Da hast du dann nur schnell deine Miasma, deine Säcke beisammen. Ja, den siehst du eh von den Turm da. Ja. Kannst direkt draufspringen. Und ist das der da drüben, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich glaube, ja, da kannst du direkt drauf. Ah, auf der den. Da drüben ist das, ja. Ach so, ja, genau. Ja, passt. Ja, okay. Dann sage ich vielen lieben Dank, Rodolfo. Bitte gerne. Fürs Mitge. Viel Spaß noch. Danke, danke, ebenso. Und wir werden uns verabschieden. Wir hören und sehen uns wieder. Alles sehr klar. Richtig. Gut, ist. Also dann. Ciao. Ciao.